liebe Leute, es geht endlich los. Wir machen heute los, wir legen los mit The Grinch. Tatsächlich hatte ich ja gesagt, hier von wegen, nö, ihr dürft nicht. Das Auto fehlt. Hey, warum auch immer. Ich muss nicht so mit großen Reden. Aber wenn du dieses Verlangen nach... wie war denn das gleich? Irgendwas Englisches mit... Hier, Need. Oh Mist, ich vergesse das immer. Right, Dad. Ich hab das im Griff. Keine Sorge. Hab auch das Babypuder benutzt. Hab doch erstmal das Auto liegen gelegt. Danke, Ryder. Auf. Es war Speed. Need for Speed. Ja, endlich mal ein anderer Dialog. Wie gesagt, herzlich willkommen zu Need for Speed. Und bam, da sind wir genau richtig. Wir gehen heute ins Finale bei The Grand. Das wollen wir nämlich heute halt angehen. Dann hoffe ich, dass wir dann final durch sind mit unserem Let's Play hier. Und dann geht's hoffentlich morgen mit einem neuen Projekt weiter. Welches das ist, verrate ich euch noch nicht. Als hätte mich Alex schon ersetzt. War ich auch so peinlich? Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Die würden alles tun, um mich aufzuhalten. Und wenn sie damit Erfolg haben? Ja, ich weiß nicht. Dann versammeln wir ein Team, retten die Welt, fahren heim, machen ein Bierchen auf, reden über Familie, grillen zusammen und dann machen wir alles wieder von vorn. So 8-9 Mal. Wir zeigen denen, wie man sowas in Lake regelt. Hey, warte mal kurz. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Wie du gesagt hast, ich hatte 2 Jahre und hab's irgendwie nicht gebacken bekommen. Yes, hör zu. Ich werde mir das Auto trotzdem holen. Glaub bloß nicht, dass dir deine Tränen jetzt weiterhelfen. Ach, komm mir nicht so. Vielleicht fokussierst du dich mal lieber aufs Rennen, anstatt auf deine großen Sprüche. Ja, aber schnell. Sorry. Okay, Ruhe jetzt. Ruhe. Jetzt geht's los. Woo! Den Startpunkt habt ihr jetzt auf euren Smartphones. Und ich will ehrlich sein. Die Cops wissen, dass heute was abgeht. Die werden auf der Lauer sein. Aber das hält euch nicht auf, oder? Hey, es ist soweit. Der Lake Shore Grand kann beginnen. Woo! Du olle Quatschbacke, ey. Weißt du was? Hauptsache, da steht einer von uns. Es geht natürlich um Conny, unseren Loggity Cowtouch. Justicia, Quilliger, Larvik, Medusa, Shimizu, Jess, Chase. Volle Programm. Gut. Gehen wir rein. Wir haben 4 Rennen. 3 Straßenrennen, die Touristenfalle, die kennen wir, der Headspin kennen wir, die Hetze kennen wir, Sky's the Limit, glaube ich, kennen wir auch. Das sind alles nicht so schwere Rennen, ja, es ist alles machbar. Wir haben 4 Fahrzeuge, Startgeld 2000, wir haben danach 200.000 sogar. Gehen wir rein, ne? Für die Klasse A. Ach, wir sollen hier Touristenfalle mit dem Eclipse fahren, okay. Nehmen wir mit. Platz 1 gewinnt diesen Wagen. Wir sollen erstmal gucken. Die große Eliminierung. Hol dir dein Auto zurück. Unter die ersten 6 sollen wir fahren. Jetzt erstmal bei der Touristenfalle, wie gesagt. Gucken wir mal. Let's rock. Erstmal müssen wir unter die ersten 6 kommen. Alles andere ist erstmal relativ unwichtig. Wir sind jetzt momentan nur 7. Das heißt, jetzt werden wir aktuell raus. Dann
Versuchen's. Meine Gesundheit vielleicht. Die wollen die Jagd wohl in die Luft verlegen. So, damit sind wir jetzt immer mal auf Platz 6. Du hast nicht dran geschraubt, also. Ja. Und sogar Vierter jetzt schon. Mein Geld hast du nicht verdient. Dieser Söldner verfolgt 7 Personen. Waren unter aller Sau. Wo ist das also? Du bist noch dabei? Dachte, dein Wagen liegt mittlerweile ausgebrannt auf der Straßenseite. Nein, aber ich bin Feuer und Flamme, wenn du das meinst. Bitte, Scepter ist als erstes vor Ort. So, wir sind sogar als erster. Hast du gar nichts zu meinen Chancen zu sagen? Sorry, bin gerade beschäftigt. Kann ich dich später ignorieren? So leicht an mein Geld. Zentrale, die Lange los! Ist mein Stau. Zentrale, Streife kommt dazu und ist bereit, das Ziel auszuschalten. Leider gewinnen wir nicht das erste Rennen, das holt sich leider weg, aber wir werden Zweiter und sind damit dabei. Den ersten Lauf haben wir schon mal überstanden. Jetzt gucken wir mal gerade, wer uns erwischt hat. Also du siehst ja wahrscheinlich nicht. Nee, Shimizu. Das ist schon mal ganz geil. Das ist Shimizu und Chase. Die zwei, die uns sehr, sehr viel Ärger machen könnten. Ich glaube auch, ich hoffe, dass die beiden, also wenn die beiden jetzt raus sind, haben wir schon mal, das ist glaube ich der Porsche und der McLaren oder Lamborghini oder was auch immer davor. Ich glaube McLaren ist es. Sind auf jeden Fall raus. So, weiter geht's mit Rennen Nummer 2 und zwar Head Spin. Ich glaube, hier müssen wir unter die ersten vier. Jess ist sogar mit dabei jetzt. Das ist Rüdiger gewesen. Ich glaube, es sind ja die ersten vier. Oder? Steht aber nirgendwo, ne? Aber Hauptsache, wir sind erstmal noch dabei. Klar, ganz mich ein bisschen. Kannst du leichter machen, wenn du willst. Ach ja? Und wie machst du das? Rückwärts fahren? Probier's mal. Vielleicht bist du so schneller. Interceptor hängt sich ans Ziel. Oh. Hey, was ist jetzt wieder, Jess? Wollt nur checken, ob du noch im Rennen bist. Fährst du mit verbundenen Augen? Würde einige Dinge erklären. Streifen hier, unser Wagen ist hinüber. Wenn du mein Geld willst, musst du dich zu mir anstrengen. Ah, ja. Die zwei da vorne, Lyric und Jess. Jess hätte ich schon. Eigentlich war Jess ja. Sorgen, dass ich den Wagen gewinne? Du solltest dich konzentrieren, damit du keinen Unfall baust. Oh, ich bin konzentriert. Und zwar auf den Sieg. Das kannst du besser. Obwohl, was rede ich da? Vielleicht auch nicht. Streifer verfolgt die Zielpersonenzentrale. Was für ein Arschloch! Wir kümmern uns um den Clown.
So, Jess gewinnt das erste Rennen, weil da ein Fehler mit drin war. Bei Chase war es nicht, aber Leiwig, glaube ich, war es. Wir werden also auch weiter. So, damit sind Rüdiger raus und Justicia raus. Schmitz und Chase, das ist ganz, 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 ganz geil, dass die raus sind. So, jetzt müssen wir mindestens ein Auto wählen. Einmal Medusa, Lyric oder Jess. Und dann geht's ins Finale. So, nächste Rennen. Die Hetze. Das wäre natürlich geil, wenn Jess wäre. Was ist los, Jess? Du bist auf einmal so still. Ich achte auf die Straße. Solltest du auch mal... Geh mir doch nicht auf den Sackbulle! Mann! Um meinen Wagen zurückzugewinnen. Habe ich recht? Wie wäre es, wenn du einmal nicht Scheiße laberst? Klar, das zählt natürlich nicht. Ja, die ist vorne weg. Ist die Lackierung von dir? Ja, warum? Du weißt ja, wie es heißt. Kleider machen Leute. Wusste nicht, dass du mal Clown werden willst. Du packst mit meinem Leben, Wette, aber... Hey, yes. Lass den Wagen gründlich reinigen, bevor ich ihn abhole. Ich hasse den Gestank von Versager. Du denkst wirklich, dass du gewinnst, oder? Oh, das denke ich nicht nur, yes. Du hast recht, du denkst gar nicht. Verpiesel dich, Kopf. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du noch hier bist. Was ist los? Bist du meinem Talent nicht gewachsen? Wenn das Talent gewesen sein soll, dann bin ich die Göttin der Straßenrennen. Du kannst ruhig aufgeben. Das Ziel ist wieder weg. Wir wurden erwischt. Man kann nicht weiter. Gut, jetzt werden wir schon wieder Zweiter. Aber ich stehe im Finale. Medusa ist raus. Mir wäre Jess oder Lyric lieber gewesen. Aber gut. Ein Auto ist schon mal wieder weniger. Das heißt, nur noch. Jetzt gehen wir ins Finale gegen die anderen zwei Kandidaten. Medusa ist der Musialago. Ja, und jetzt geht's ins Finale. Sky is the limit. Zeit in dem Wagen, solange du noch kannst, Jess. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Echt übel? Gar nicht übel. Okay,
nehme ebenfalls die Verfolgung auf. Das war's für mich. Sorry, Leute. Mal sehen, ob du die Nerven bis zum Ende behältst. Nicht mehr lange? Dann halte ich die Schlüssel. Ah ja, das war mir klar. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback. Die Karre hat uns gestellt. Nämlich gleich über sie drüber. Mein Geld bekommst du nicht einfach so. Dann schneid mich halt nicht. Die Straßenbanks rammen sich hier gegenseitig. Wir sind jetzt dabei, Team. Ja! Im letzten Versuch, liebe Leute. Ich werde euch das eh wahrscheinlich zusammenschneiden, aber ja! Ja! Wir haben sie hingekriegt. Wir haben 10 Versuche gebaut. Im 10 Versuche haben wir das Ding am Ende. Weil mal nicht irgendwas passiert ist. Wie gesagt, ich werde euch das Ding sowieso zusammenschneiden, sodass ihr quasi alle 4 Rennen in einem Stück seht. Eine Million erhalten und das Auto. Wir sind durch mit Let's Play Need for Speed Unbound. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hinbekommen. Yes, das war so krass, Bro. Wir haben es geschafft. Wuhu, jeder liebt die Underdogs. Ach ja, was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ha! Merk dir das, Jasmine. Loyalität wird überbewertet. Nein. Sehe ich anders. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Hey. Hast du dir verdient? Sei nur vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, ja? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. Wir haben es geschafft, ey. Gott sei Dank. Wie gesagt, nochmal, ich schneide euch das eh zusammen. Also, wie gesagt. Du hast echt recht. Das Ding ist schärfer als eine Chilischote. Sag ich doch. Was ich mit dem Wagen alles hätte tun können. Zum Beispiel einen Unfall bauen? Wer hat nochmal das Rennen gewonnen? Du hast ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute ein bisschen verloren. Autsch, das tut weh. Zu früh? Bleib einfach locker, okay? Ich habe 2 Jahre lang gewartet. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst, aber ich habe dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen hast. Du wirst mir das ewig vorhalten, oder? Richtig. Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Und jetzt ist es unsere Stadt. Wir sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. Das können sie ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Right. Wie haben wir es denn überhaupt? Oh, wir fahren einmal komplett die Stadt, oder was? Ernsthaft jetzt? Ist das ein Rundkurs rein? Ja, scheinbar. Der wird beim Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist. Schon mal in den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja?
Weißt du noch, als du dir das Jumbo-Chili-Sandwich mit den ganzen Extras bei D-Rings bestellt hast? Und? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Mädel. Okay. Du hast dir immer mehr reingestopft. Bis ich Randy gekotzt habe. Und dann sagte er, bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. Er vermisst dich auch jetzt. Mal sehen. Du hast einen Fehler gemacht. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern sind. Ja? Was ist mit Miss? Fahren wir für die Papiere? Willst du den Moment ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Jamswurzeln. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhatte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, sich zu ändern. Okay, okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann es kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig. Hab gehört, wie er letzte Woche mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? Wieso finde ich dich mittlerweile immer da, wo ich dich hingelegt habe? Ich habe ihm gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu ärgern. Weißt du, vielleicht sollte ich umdrehen. Yes. Wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Ja, natürlich. Nur ein paar Spinner, die nichts zu verlieren hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein. Aber ich kann das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. So ist es. Außerdem fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. Zeit, es krachen zu lassen. Sonderwagen verfolgt das Ziel jetzt. Der Interceptor ist aus dem Rennen. Boah, der hängt voll im Begrenzer drin. Ich musste das jetzt einfach mal gerade laufen lassen. Wie gesagt, ich schneide die Dinger zusammen. Ich werde euch das letzte Rennen ans Grand ranstellen. Wie viel haben wir denn überhaupt noch zu fahren? Nur so nebenbei. Also, wer ist es nicht mehr? Ja, liebe Leute, das war dann Need for Speed Unbound. Wir haben lange gebraucht, wir haben uns viel Frust gehabt. Es ist dann toi 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 am Ende nochmal gut ausgegangen. Wir hatten echt das Glück, dass wir am Ende nochmal gerockt haben. Dass wir die beiden am Ende nochmal kassiert haben. Wow. Oh, klappt. Die sind mich auch schon wieder dran, aber das ist kein Rennen, glaube ich, soweit ich weiß. Es sind keine Positionen, es ist einfach nur eine gemütliche Fahrt mit unserer Conny, mit unserem Auto, was war ja mit dem. Oh. Na super, jetzt ist mir das ganze Ding versaut. Jetzt lass mir mal das ganze Rennen neu fahren. Glaube ich aber nicht. Wenn man ist es wurscht. Ehrgeiz und so, aber wenn man den scheiß Kader mich noch weggebremst hat. Sieh mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt. Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja,
dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht. Ja, nochmal. Also, das war Need for Speed Unbound. Danke fürs Zusehen. Und ab morgen geht's dann weiter mit GTA Vice City. So, das wär's dann mehr oder weniger, oder? Ja. Ich mach mal. Okay. Online brauchen wir nicht gehen. Wir sind nämlich fertig. Das war's. Bis dahin. Bis morgen. Wir sehen uns dann wieder bei GTA Vice City bei der Definitive Edition. Also quasi andere Grafik als das Original damals. Und dann schauen wir mal, was wir uns dann dort schlagen. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüssi.